Liebe Studierende, in diesem Beispiel möchte ich die Herleitung des Kraftfeldes zeigen, welches sich ergibt im Falle einer sogenannten radialsymmetrischen Potentialfunktion. Das heißt, im Falle, dass die potenzielle Energie U von x, y und z oder U von r, das bedeutet einfach der Wert der Potentialfunktion ausgewertet an irgendeinen Punkt im Raum, von folgender einfachen Form ist, nämlich, dass es einfach eine Konstante mal ein 1 durch R-Abhängigkeit sich ergibt. Also C ist konstant. Das bedeutet also, wir betrachten den Fall, wo man U von R-Vektor ausschreiben kann als einfach U von R, wobei mit R wir immer den Betrag des Vektors bezeichnen. Also das ist einfach der Abstand vom Ursprung. Wenn wir das also in drei Dimensionen anschauen würden, dann bedeutet das, dass die Potentialfunktion U nur davon abhängt, wie weit man vom Ursprung oder von einem ausgezeichneten Punkt entfernt ist, aber es gibt keine Winkelabhängigkeit. Das heißt, für denselben Abstand von Ursprung in allen Richtungen ergibt sich dieselbe Funktion. Wenn man sich das nur in zwei Dimensionen anschauen würde, in der Ebene zum Beispiel, in der XY-Ebene, dann ist das genau dasselbe eben. Die Potentialfunktion hängt nur davon ab, wiederum, wie weit wir vom Ursprung entfernt sind, aber hängt nicht davon ab, in welche Richtung wir gehen. Das heißt, in eine andere Richtung, beim selben Abstand, wäre der Wert der Funktion U dasselbe. Das bedeutet zum Beispiel auf Linien, oder die einen Kreis bilden mit Radius R, das soll einen Kreis andeuten. Auf so einer Linie ist das Potenzial konstant, das heißt, überall auf dieser Linie ergibt sich derselbe Wert des Potenzials U. Das würde man eine Äquipotentiallinie nennen. Im Raum, im dreidimensionalen Raum, würde man nicht Linien zeichnen, sondern das sind einfach Kugeloberflächen. Die Oberfläche einer Kugel mit Radius R ist gegeben aus der Summe der Punkte, wofür eben das Potenzial denselben Wert hat. Andererseits, wenn man die Potentialfunktion aufträgt, einfach als Funktion von R, dann könnte das zum Beispiel so aussehen, dass es gibt sich eine 1 durch R-Abhängigkeit und in diesem Falle wäre es noch gewählt, dass C kleiner als 0 ist. Deswegen würde das Potenzial gegen minus unendlich gehen, wenn R gegen 0 geht. Das wäre ein Beispiel. So ein Beispiel werden wir nachher noch genauer anschauen. Und jetzt geht es darum, auszurechnen, falls eine solche Potentialfunktion gegeben ist, wie sieht das Kraftfeld aus. Wir verwenden dazu einfach die Definition. Wir haben gesehen, das Kraftfeld F von R ergibt sich aus dem negativen Gradienten der Funktion U von R. Das ist also der negative Gradient der potenziellen Energie. Das bedeutet, was wir berechnen müssten, ist also minus, C ist eine Konstante, kann ich aus dem Gradienten herausziehen, minus C mal der Gradient der Funktion 1 durch R. Das ist, was zu berechnen ist. Jetzt schauen wir uns noch an, was bedeutet eigentlich 1 durch R? 1 durch R heißt ja 1 durch Betrag von R. Und das ist ja nichts anderes, eben als der Abstand irgendeines Punktes vom Ursprung. In drei Dimensionen wird das einfach bedeuten, das ist die Wurzel aus x² plus y² plus z². In zwei Dimensionen wäre es einfach die Wurzel aus x² plus y², einfach Pythagoras. Und das kann ich natürlich auch so schreiben. Das kann ich schreiben als x² plus y² plus z² hoch minus 1/2. Das ist genau 1 durch die Wurzel. Also kann ich 1 durch r auch durch die kartesischen Koordinaten ausdrücken. Und jetzt geht es darum, den Gradienten auf diese Funktion anzuwenden.
Das heißt, was wir jetzt berechnen müssen, ist d nach dx von 1 durch r. Das muss ich deswegen berechnen, weil die x-Komponente des Gradienten ist ja gerade d nach der x der Funktion. Also berechnen wir uns nach die partielle Ableitung nach x von 1 durch r. Das bedeutet Folgendes. Ich muss diese Funktion hier ableiten, mache zuerst die äußere Ableitung. Ich habe eine Potenz, es gibt minus 1/2 nach vorne. Dann gibt es die Funktion Potenz minus 1, das heißt also x² plus y² plus z² hoch minus 3/2. Ich wende hier einfach stur die Ableitungsregeln an. Mal innere Ableitung. Die innere Ableitung von dieser Funktion nach x ist einfach 2x. Das sehen wir jetzt, das 2 kürzt sich weg. Hier steht x² plus y² plus z² hoch minus 1/2 hoch 3. Das ist also 1 durch r hoch 3. Am Ende ergibt sich also minus das x durch r hoch 3. Analog ergibt sich genau dieselbe Rechnung für, wenn wir d nach der y von 1 durch r berechnen. Ist genau dieselbe Rechnung, nur am Ende ist die innere Ableitung nach y zu machen. Es ergibt sich minus y durch r hoch 3 und genauso ergibt sich, wenn ich das nach z ableite. Dann erhalten wir minus z hoch durch r hoch 3. Und das bedeutet, dass der Gradient von 1 durch r ist, das Minus ziehe ich nach vorne, dann steht hier oben x durch r hoch 3, y durch r hoch 3 und z durch r hoch 3. Das sind die drei Komponenten, die sich ergeben für dieses Gradientenfeld. Das r, 1 durch r hoch 3 kann ich auch nach vorne ziehen, also ergibt sich minus 1 durch r hoch 3 und dann bleibt noch übrig x, y, z. Aber x, y, z, das ist gerade der Ortsvektor r. Das ist ja gerade dieser Vektor, der zum Punkt hier im Raum zeigt. Das heißt, den Ortsvektor r kann ich aber auch schreiben als Länge des Vektors, das ist aber gerade der radiale Abstand, mal Einheitsvektor in radiale Richtung. Kann ich also Betrag von r mal Einheitsvektor in radialer Richtung schreiben. Jetzt sehen wir, ein r kürzt sich weg und am Ende bleibt minus 1 durch r Quadrat er. Also, wir haben gerade gefunden, dass der Gradient von 1 durch r, dieser Funktion 1 durch r, sich ergibt als minus 1 durch r Quadrat mal Einheitsvektor in radialer Richtung. Und wenn wir nun das einsetzen für das Kraftfeld F von R, wir hatten gesehen, das Kraftfeld ergibt sich als minus diese Konstante mal Gradient von 1 durch R, dann finden wir, das Kraftfeld einer solchen Potentialfunktion F von R ist gegeben aus die Konstante mal 1 durch r Quadrat mal r. Man sieht also, als Lösung ergibt sich ein Kraftfeld, das auch radial symmetrisch ist oder kugelsymmetrisch. Das heißt, auch das Kraftfeld hängt nur mehr vom Abstand bzw. der Betrag der Kraft hängt nur mehr vom Abstand vom Ursprung ab. Und speziell gibt es eine Kraft, die mit 1 durch r Quadrat vom Abstand abnimmt. Und die Richtung der Kraft ist immer radialsymmetrisch. Jetzt je nachdem, ob die Konstante positiv oder negativ ist, zeigt die Kraft zum Ursprung hin oder vom Ursprung weg. Schauen wir uns zum Beispiel den Fall an, dass c negativ wäre. Gleich nachher werden wir einen konkreten Fall dazu anschauen. Dann haben wir schon gesehen, die Potentialfunktion würde so aussehen, die fällt bei r gegen 0, gegen minus unendlich.
Und für r gegen unendlich geht sie gegen 0. Das bedeutet also, c ist negativ. Das bedeutet, dass wir ein Kraftfeld erhalten, wo der Kraftvektor bzw. sein Betrag quadratisch mit dem Abstand abnimmt und der immer radial zum Ursprung hin zeigt. Wenn wir also solch einen Punkt nehmen, dann wird der Kraftvektor hier eine bestimmte Länge haben, f von r an dieser Stelle. An dieser Stelle wird er auch genau radial hinzeigen, an dieser Stelle wird er genau radial hinzeigen, an dieser Stelle wird er genau radial hinzeigen und so weiter. Das heißt, an allen Punkten auf dieser Äquipotentiallinie steht der Kraftvektor genau senkrecht drauf und er zeigt genau zum Ursprung hin. Wenn wir weiter nach außen gehen würden, dann verkürzt sich der Kraftvektor, und zwar die Verkürzung erfolgt mit 1 durch r². Wenn wir weiter nach innen gehen, dann wird der Kraftvektor einfach länger. Hier weiter drinnen, wenn ich einen anderen Winkel nehme, wäre der Kraftvektor einfach länger und zeigt wiederum radial hin. Und so ergibt sich das Kraftfeld, wo alle Vektoren zum Ursprung hin zeigen und immer länger werden in diesem Fall. Bei r gegen 0 würde der Kraftvektor unendlich lang werden. Jetzt sieht man auch, wenn man zum Beispiel in diesem Kraftfeld oder in diesem Potentialfeld eine Masse verschiebt zum Beispiel oder irgendein Teilchen verschiebt. Irgendein Teilchen wird verschoben entlang einer Äquipotentiallinie, dann würde dies bedeuten, dass bei Verschiebung entlang einer Äquipotentiallinie keine Arbeit verrichtet wird, weil die Verschiebung dann immer senkrecht auf dem Kraftvektor ist. Und die Arbeit in diesem Falle wäre ja bei einer kleinen Verschiebung ds, wäre ja f Skalarprodukt mit ds. Das ist also f. Und weil der Kraftvektor genau senkrecht auf die Äquipotentiallinie steht, das heißt auch senkrecht auf die Verschiebung, wenn es genau entlang der Äquipotentiallinie erfolgt, wäre dann 0. Hier wird keine Arbeit verrichtet. Jetzt können wir uns noch ein konkretes Beispiel anschauen. Und ein Beispiel ist die Gravitationskraft. In diesem Falle ist die Konstante c gegeben aus minus die newtonsche Gravitationskonstante mal dem Produkt der Massen, die involviert sind. Und wir nehmen hier an, dass eine der beiden Massen, zum Beispiel die Masse groß M, sitzt im Ursprung des Koordinatensystems. Ich kann das Koordinatensystem immer so wählen, dass eben eine der Massen, m groß m zum Beispiel, gerade im Ursprung sitzt. Und dann befindet sich die Masse klein m in irgendeinem Abstand r von der Masse groß m. Und dann brauchen wir das jetzt nicht nochmal ausrechnen, man sieht schon sofort die Gravitationskraft als Funktion des Abstands, müssen wir nur einsetzen, ergibt sich als minus Gravitationskonstante m mal m durch r Quadrat mal er. Und wegen diesem Minus eben zeigt das immer radial zum Ursprung hin. Und das ist genau das Gesetz für die Gravitationskraft, das Sie kennen. Im Falle der Coulombkraft in der elektromagnetischen Kraft müssen wir nichts anderes machen, als die Konstante c zu ersetzen. Jetzt durch eine andere Größe. In diesem Falle ist die Konstante c gegeben aus 1 durch 4pi epsilon 0. Diese Konstanten werden Sie noch ausführlich in der Physik 2 diskutieren, mal Produkt der beiden Ladungen, elektrischen Ladungen, die involviert sind. Hier steht explizit kein Minus. Hier kommt es darauf an, was das relative Vorzeichen dieser beiden elektrischen Ladungen ist. Aber dann setzen Sie das ein und Sie sehen sofort, was sich für die Coulombkraft ergibt, ist einfach diese Konstante mal 1 durch r Quadrat. Und wiederum dieselbe radiale Abhängigkeit. Und somit hat man all diese Klassen von Kräften behandelt.